Einen wunderschönen guten Morgen, liebe YouTube-Online-Radler. Wir sind hier gerade in Spiesen an der Spiesermühle und heute folgen wir dem Frosch. Die Radtour heißt Siebenweiherrunde und das Wegesymbol ist dieser kleine Frosch. Also, Fahrrad ab, aufsatteln und los geht's. Nach etwa 300 Metern hier auf der Landstraße kommt mein erstes Hinweisschild, Siebenweiher-Tour. Diesem Schild folge ich jetzt für die nächsten ungefähr 30 Kilometer vorbei an sieben Weihern, wie der Name ja schon sagt. Der für mich erste Weiher überrascht uns gleich mit einer Kneipp-Tretanlage. Füße waschen brauche ich jetzt aber nicht. Nächstes Ziel St. Ingbert. St. Ingbert City. Noch 2 Kilometer durch den Stadtpark. Hier am Das Blau in St. Ingbert, einem Kombibad, also Freibad und Hallenbad, befindet sich dann eine Karte von der Route, die wir jetzt radeln, der Siebenweiher-Tour. Gegenüber von der Karte, das Freibad, ist im Moment eine Baustelle. Weil das ist eh geschlossen wegen, ihr wisst ja schon. Ich bin jetzt hier gleich komplett durch den Stadtpark von St. Ingbert durchgeradelt und am Ende davon gibt es so eine kleine Fußgängerunterführung durch die Straße. Da brettern wir doch jetzt mal durch.
Am Anfang der Fußgängerzone gibt es hier noch so einen schicken kleinen Brunnen. Wir fahren jetzt aber durch die Fußgängerzone zu einer ganz tollen Ampel. Die gibt es auch nur hier in St. Ingbert. Das hier ist die schicke Ampel in St. Ingbert. Ein Bergmann-Männchen. Ich bin jetzt aus St. Ingbert raus und jetzt geht's weiter in Richtung Rentrich. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Abstecher vom Weg gemacht und da hat jemand bei sich im Vorgarten den Spellenstein zu stehen. Wenn man sich so ein Ding im Baumarkt kauft für seinen Steinvorgarten, da legst du, glaube ich, ein paar hundert Euro hin. Schade ist, dass der Siebenweiherweg gar nicht hier in Rentrich durch den Wasserlehrpfad führt. Den kleinen Umweg, den kann man auch noch in Kauf nehmen, wenn man in Rentrich nicht links abbiegt auf dem Siebenweiherweg, sondern einfach nur geradeaus Richtung Wasserwerk fährt. Das ist nur ein kleiner Umweg, wo man da lang radelt und dann oben nochmal zurück über die Landstraße oder was das ist. Dann hat man hier auf jeden Fall noch eine sehr, sehr schöne Gegend mitgenommen. Da gibt es auch so schicke Brückchen und alles. Fetzt total. Nach Rentrich geht es jetzt erstmal ein bisschen berghoch auf einem Schotterweg und wir müssten dann oben in der Nähe vom Stiefel, am Fuße des Stiefels rauskommen bei Sengscheid. Hier heißt es dann jetzt erstmal durch mechanische Arbeit, kinetische Energie in potenzielle Energie umzuwandeln oder kurz gesagt den Berg nuff strambele. Das nächste größere Ziel ist Oberwürzbach in 4,9 Kilometer und die Radwegsperrung betrifft mich hoffentlich nicht. Den Berg da hinter mir bin ich gerade hoch und da darf man ruhig ein bisschen schwitzen unter der Sonnencreme, weil wir haben heute 35 bis 37 Grad, so leichte Bewölkung, also es ist wahrscheinlich ganz schön schwül. Da würde ich sagen, fahren wir mal hier über die Autobahn A6 in Richtung Sengscheid. Als ich vorhin den Berg hochgeradelt bin, hat das GPS schon angezeigt, dass die Batterien schwach sind. Jetzt hat es versagt. Also müssen neue Batterien in das GPS rein. Das kann ich euch aber nicht zeigen. So ein großes Stativ habe ich nicht dabei. Und so viele Hände habe ich auch nicht. Also, ich wechsle mal schnell. Ich bin ja ein Dummi, ich habe doch die GoPro dabei. Also da tüdelt man das da auf, ne? Deckelchen ab. Die alten Batterien raus. Zwei neue rein. Deckelchen drauf. Fertig.
Zu guter Letzt brauche ich nur noch einschalten. Und weiter kann's gehen. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen falsch gefahren auf der asphaltierten Straße. Ich hätte, glaube ich, durch den Wald gemusst. Aber es ging ja bergab. Gar nicht schlimm. Jetzt sind wir im Ortsteil Reichenbrunn. Wieder auf dem Siebenweiherweg oder auf der Siebenweiher-Tour. Folgt dem Frosch. Es gibt dann hier in Reichenbrunn, ich würde mal sagen, schon fast am Ortsausgang, so eine kleine Möglichkeit, um sich in der Sonne hinzusetzen. Und die Straße heißt am unteren Weiher. Ich habe aber noch keinen Weiher gesehen weiter. Becken da drin hat genau die richtige Temperatur und Größe für mehrere Kisten Bier schön kalt zu stellen. War jetzt leider nichts drin, darum geht's weiter in Richtung Niederwürzbacher Weiher. Ein bisschen versteckt finde ich jetzt den zweiten Weiher. Der Weiher in Rittersmühle. Kann aber sein, dass wir vorher schon an anderen Weihern vorbeigekommen sind, die ich nicht gesehen habe. Das weiß ich nicht genau. Hier geht es nochmal richtig schön berghoch. Hinter Oberwürzbach wurde ich jetzt hier mal so richtig brutal den Berg hochgeschickt. Hier hat man aber keinen schönen Ausblick. Bin ich richtig? Ja. Und dann geht es auch schon gleich wieder bergunter. Au, au, au. Wer hätte das gedacht, als ich letztes Jahr vom Elefantenklopapier sprach, dass das einmal systemrelevant wird? Ich komme jetzt wahrscheinlich gleich unten an die Hauptstraße, die ich überquere. Und dann müsste ich gleich am Niederwürzbacher Weiher sein. Mitzählen kann ich die Weiher nicht, weil da sind auf der Karte ein paar gewesen, aber die waren noch ein bisschen versteckt. Da weiß ich nicht, ob die dazu zählen oder nicht. Ist aber auch egal, denke ich. Hier geht es darum, wie schön die Tour ist. Hier ist jetzt gerade wieder so ein kleiner Weiher. Doch wie überall ist auch hier das Betreten der Eisfläche verboten. Das ist gerade bei den Temperaturen leider sehr schade, weil da würde man schon gerne mal die Füße ins Wasser strecken oder selber ganz reinspringen. Oh, jetzt fährt hier neben mir gerade ein Zug von Blieskastel Richtung, was ist denn das, St. Ingbert. Ja, aber das ist das, was im Saarland halt so doof ist. Da gibt's nur zwei echte Badeseen, den
Boostalsee, der ist im Moment wieder wegen Überfüllung geschlossen. Und den Losheimer Stausee. Dann gibt es noch den Nonnweiler Stausee, da darfst du gar nicht rein. Und ansonsten jede Menge geschlossene Freibäder. Eigentlich schade. Das ist in Berlin viel schöner. Wenn du da so ein bisschen außerhalb radelst, hast du lauter Gewässer, wo man reinspringen kann nach Lust und Laune. Und wenn es bei dem einen verboten ist, kommt direkt der nächste. Apropos kommt der nächste, gleich kommt der Niederwürzbacher Weiher. Da fahren wir dann einmal fast komplett drumherum. Und dann geht's durch den Wald in Richtung Rohrbach. Ja, so kann man sich's auch gut gehen lassen auf dieser wunderbaren Bank mit Blick über den Niederwürzbacher Weiher. Da kriegt man selber Lust, ins Wasser reinzuhüpfen. Aber hier vorne ist mir das zu steil. In meinem Alter kommst du da nicht mehr raus. Na super, ich habe schon fast mein Shirt aus und dann das hier. Überall verboten, 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 ey. Kotzt mich an. Ne? Also habe ich jetzt wieder die Hühner gesattelt. Vielmehr habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und es geht weiter in Richtung Rohrbach. Noch 10 Kilometer. Hier vorbei am Annerhof. Zwischen dem Annerhof in Niederwürzbach und Rohrbach kommen wir jetzt hier nochmal an so einem Weiher vorbei. Ein privater Angelweiher, da willst du aber auch nicht rein. Ich bin jetzt hier an einer Stelle, wo immer in mir so ein gewisses Urlaubsfeeling aufkommt. Und apropos Urlaub, heute ist unser letzter Tag in Siede und morgen früh um 2 Uhr noch was kommt der Bus, der uns abholt zum Flughafen. Dann geht's wieder nach Hause, dann wird's wieder ein bisschen kälter und man kann nachts wieder schlafen. Aber dass das alles leider nicht ist, wisst ihr ja selber, wegen Corona. So, gleich geht's hier durch die Bahn durch. Das ist die Bahnstrecke von Saarbrücken nach Homburg. Und dann geht's nochmal richtig steil berghoch. Nach den Strapazen der Bergauffahrt jetzt bis zum Geistkircher Hof. Darf ich jetzt hier endlich wieder ein bisschen bergab fahren über Schotter? Und dann muss ich ein bisschen aufpassen mit der Kamera in der Hand, dass ich da nicht hinfalle.
Das war jetzt die A6, die ich unterquert habe. Für mich geht es jetzt hier wahrscheinlich noch mal ein bisschen berghoch in Richtung Glashütter Weiher. Und das ist der letzte Weiher auf der Runde. Nach einer rasanten Fahrt hier den Hügel runter sind wir jetzt im Endspurt zum Glashütter Weiher. Und der erste Kameraakku ist leer nach rund 30 Kilometern. Also alles wie immer. Diese Brücke hier am Glashütter Weiher, die ist neu gebaut und noch gesperrt. Das ist aber kein Problem. Man kann dann da oben ungefähr 200 Meter weiterfahren und fährt dann um die Quelle und kommt auf der anderen Seite wieder zurück. Die Quelle von so einem Bach hier, der da in den Weiher reinfließt. Wir gucken mal unten am Wasser, wie es da aussieht. Ich bin jetzt ja auch ungefähr 1,5 Kilometer wieder vorm Auto. Und zum Ende der Tour ist dieser Weiher ja richtig willkommen. Was ist denn los, Schniefi? Prost! Der Hund hat mal das Bäuerchen gemacht. Ja, vom Weiher sind wir jetzt wieder weg. Wir kommen hier gleich an die Spießermühle zum Parkplatz, wo mein Auto steht. Und für mich ist diese Tour damit beendet. Ich bedanke mich bei euch schon mal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr einen Daumen gebt, egal ob nach oben oder nach unten. Und ich habe festgestellt, dass relativ wenig Leute meinen Kanal abonniert haben, aber ziemlich viele Leute gucken. Ihr würdet mich total unterstützen, wenn ihr den Kanal auch abonniert. Dafür jetzt schon mal ein Dankeschön. Ciao, ciao, sagt euer Radler Jörg.